Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Book, The Book of Four Elements. Im letzten Part sind wir hier angekommen, haben an den Ketten gezogen und damit diese ganzen Luken, sag ich mal, geschlossen. Und hier liegt auch nochmal eine Fackel. Und die nehme ich mir jetzt einfach mal auch. Oben war ja auch eine, aber ich nehme jetzt einfach mal die untere, ganz einfach, weil ich es kann. Eigentlich wollte ich heute wieder mit dem guten Mark aufnehmen, aber das hat leider jetzt doch letztendlich nicht geklappt. Ich habe gestern Abend auch schon ein bisschen was mit ihm aufgenommen. Wo renne ich eigentlich hin? Habe ich wirklich alle Ketten schon gezogen? Das kann ich mir gerade nicht vorstellen. Obwohl, doch, ist zu da vorne. Okay. Da vorne liegt auch eine Fackel, dann nehme ich doch die, die ist besser. Kann ich dich hier lassen? Ja, also ich habe gestern schon mit dem Mark aufgenommen, mitten in der Nacht. Das war von 23 Uhr bis 1 Uhr morgens oder so. Scheiße. Aua! Ach, diese scheiß Zacken. So, du bist zu, alles klar. So wollte ich das auch haben. Wie viele Midis habe ich eigentlich? Und bewegt sich schon wieder so ein Zeitlupe. Was ist das hier eigentlich für ein Schlüssel? Ja, Gregor's Armory. Genau, hatten wir ja schon mal angeguckt eigentlich. Ja. Ich speichere jetzt hier einfach nochmal, auch wenn es nicht die besten Voraussetzungen sind. Aber ich habe viele gute Waffen. Das ist auf jeden Fall auch schon mal viel wert. Ich muss ja einfach nur schnell genug sein. Wow. Aber ganz knapp. Na komm, du gehst doch auf, oder nicht? Nee? Wundert mich. Normalerweise öffnet sich das immer, dass man dann in die Zacken fällt, wenn man nicht aufpasst, aber... Naja, gut. So, ich glaube, ich gehe dann mal zuerst zum Blauen hinüber. Weil das mir gerade relativ einfach... Oh Mann! Relativ einfach erscheint, da hinzukommen. Oder auch nicht. Obwohl doch, das geht. Dann haben wir diese Zacken, die regen mich echt auf. Obwohl, kann ich nicht auch von hier, von der Treppe aus dahin springen? Sieht mir gerade so machbar aus. Na klar geht das. So, ich speichere hier jetzt nochmal ab, mit der wenigen Energie. Ist echt scheiße. Aber naja, was soll's, ne? Wusste ich's doch. Ah ja, genau, seht mal, jetzt öffnet sich das nämlich, das Blaue. Sehr schön. Haben wir schon mal eine Prüfung mehr, zu der wir gehen können? Und so müssen wir das halt noch mit den zwei Verbliebenen auch noch tun. Und dann können wir das auch starten. Man muss halt nur ein bisschen schnell sein, weil das, was man hier halt vorher ne, geöffnet hat, das öffnet sich dann halt wieder. Wie ihr jetzt gesehen habt. Und da sind dann Zacken, also... Nicht ganz ohne. Aber wenn man einigermaßen schnell ist, geht das. Ja, da, ich habe alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Genau, und gelb öffnet sich damit auch. Das wollte ich gar nicht. So, was fehlt denn jetzt eigentlich noch? Rot fehlt noch. Da komme ich über die andere Treppe hin, oder nicht? Wie komme ich denn zu Rot? Ja, das ist jetzt halt die Frage. Wie komme ich zu Rot? Rot war, glaube ich, am schwierigsten, dahin zu kommen. Und Rot war auch eine der schwierigsten Prüfungen überhaupt, oder wenn nicht sogar überhaupt die schwierigste, weil das ja Feuer ist. Und das war wirklich eine sehr... Auf gut Deutsch gesagt, abgefuckte Probe, Prüfung, wie auch immer. Es war wirklich nicht gut. Und ich habe übrigens die Story ein bisschen falsch wiedergegeben im ersten oder im zweiten Part. Wir sind nicht direkt hier, um das Buch der Elemente auf seinen rechtmäßigen Platz zu legen. Nee. Sondern ein gewisser Professor ist verschwunden, der eine Zeitmaschine gebaut hat oder beziehungsweise entdeckt hat und die reparieren wollte, weil sie nicht mehr gut funktioniert hat oder irgendwie sowas in der Art. Und wir sind halt jetzt hier, um den Professor zum einen zu finden
Und halt auch das Buch der Elemente, was er halt braucht, um zu wissen, wie diese Zeitmaschine funktioniert. Ne, so ist das dann halt. Und deswegen sind wir halt hier, um den Professor auch in dieser Hinsicht ein bisschen zu unterstützen, sag ich mal. So, das haben sie ja wunderschön gebaut, hier mit der Kante mitten im Weg, dass man hier so ganz komisch über Eck praktisch springen muss. Aber das sollten wir nach ein paar Versuchen spätestens hinbekommen. Naja. Wird wohl so irgendwie passen. Wünscht mir Glück. Alep. Jawoll, ja. Das hat ja sehr gut geklappt. Danke fürs Daumen drücken. Das hat was gebracht. So. Und jetzt... Burn, baby, burn. Voila. Na dann mal let's go, würde ich sagen. Ne? Oder so. Wenn ich hier auch wieder lebend runterkomme, ich weiß es noch nicht. Ah! Ja, hat ganz gut geklappt. Dann begeben wir uns mal wieder hinauf. Ich überlege gerade, mit welcher Prüfung ich anfangen soll. Mache ich Feuer jetzt als erstes oder als letztes? Ich meine, wenn sie als erstes machen würde, hätte ich es hinter mir, ne? Klar, aber... habe ich gerade ehrlich gesagt überhaupt keine Lust zu. Weil das wieder sowas ganz Doofes auch auf Zeit ist und sowas. Und sitzt mir noch so im Nacken von Laura at the Movies. Da bin ich ja dauergeschädigt. Ach, wisst ihr, wenn ich hier schon mal stehe, dann mache ich jetzt einfach mal Wasser als erstes. Sieht ja schon sehr geheimnisvoll aus, aber das war eigentlich ganz leicht. Yay! Finde ich auch cool gemacht. Man springt rein und ist sofort unter Wasser. So. Danke einmal dafür. Ach doch, du gehst auf, du gehst auf, du gehst auf, du gehst auf, du gehst auf. Jip. Einmal. Ja, komisches Geräusch. Geräusch vor allem. Geräusch wollte ich sagen. Ach, diese schönen Geräusche aus Tomb Raider 1. Oh, es blinkt schon. Kann ich jetzt hier einfach wieder rausschwimmen? Fragezeichen. Tatsache. Geil gemacht auf jeden Fall, muss ich sagen. Also die Wasserprüfung hat mir jetzt schon mal sehr, sehr gut gefallen. Erde hatten wir ja sowieso schon abgeschlossen mit den Dinosaurs. Dann begeben wir uns jetzt erstmal zur Luft, würde ich sagen. Falsch. Luft ist hier. So. Da habe ich Glück gehabt. Hä? Oh mein Gott, es schließt sich. Was soll ich jetzt nur tun? Ernsthaft. Und weißt du was, ich nehme mein kleines MIDI, ganz einfach, weil ich es kann. Ah, nein, ich wollte nicht nochmal ins Menü, dankeschön. Ja, ich sehe dich schon. Bam! Dagegen habt ihr gar nichts. Was seid ihr überhaupt für komische Dinger? Keine Ahnung. Ich kann es gerade nicht genau... Ich kann es gerade nicht genau bestimmen, aber die Viecher sind auf jeden Fall scheiße gefährlich. So, ein Hebel ist gezogen von mehreren. Alter! Ich verwende jetzt mal das Große, weil das geht ja echt gar nicht klar. Wie mich das Viech auch einfach weggeschoben hat. Oh, falsche Richtung. Oh Gott, Kamera.
Okay, das Tor geht jetzt schon wieder auf. Aber es gibt doch hier noch 4 weitere Hebel. Wozu waren die denn dann? Wenn man die praktisch jetzt gar nicht braucht. Wie viel Muni habe ich jetzt überhaupt noch? Habe ich noch genügend für die Uzis? Nee, nicht wirklich. Der Revolver müsste ganz gut sein. Hoffe ich jedenfalls. Na, für irgendwas war das auf jeden Fall... Nee, warte mal. Oder? Ach nee, hier kommt auch tatsächlich gar kein Viech. Nur da hinten ist noch irgendwas. Ich frage mich, wofür? Weil das Tor ist doch offen. Ich kann doch einfach jetzt eigentlich gehen, aber... Anscheinend nicht. Na, seht ihr, 2 Schuss und... tot. Vor allem der Revolver hat sich auch gerade echt geil angehört, muss ich ja sagen. Hä? Hä? Oh nö, wie unlogisch. Ich meine, wie unnötig, wollte ich sagen, nicht wie unlogisch. Hätte ich hier jetzt gar nicht hingemusst. Nö, das lade ich jetzt. Das sehe ich ja gar nicht ein, meine wertvollen Revolverschüsse dafür dann jetzt zu verschwenden. Nö. Ganz ehrlich, nö. Sehe ich ja gar nicht ein. So was Unnötiges. Seht mal, wie es jetzt sich da hinten schon gebildet hat und jetzt auf uns praktisch wartet. Das greift uns nicht an. Das will ich mir auch geraten haben. Ich gehe einfach. Tschüss. Die ganze Zeit läuft dieses beklemmende Theme aus Tomb Raider 3. Ja, gestern Abend habe ich, wie gesagt, mit dem lieben Mark aufgenommen. Den Ganges haben wir komplett gemacht und auch die Kalia-Höhlen komplett. Und dann sind wir nach Nevada gegangen, so wie sie das ja auch gehört als erstes. Aber Nevada haben wir noch gar nicht wirklich angespielt, uns nur da so ein bisschen umgeguckt, abgespeichert und das war es dann erstmal. Und das würde ich sagen, mache ich jetzt auch genau so. Ich speichere und das war es dann erstmal. Im nächsten Part werden wir uns dann der Feuerprüfung entgegenstellen. Yay. Es fängt ja super an. Ich schaffe es nicht mal leben bis zur Prüfung. Na schön, ihr Lieben. Ich würde mal sagen... Mit diesem Tod beende ich die Episode wirklich jetzt endgültig und sage bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr werdet wieder einschalten und dann geht's zur schlimmsten Prüfung aller Zeiten, nämlich der Feuerprüfung. Und danach, wo wir diese 4 Elementsteine einsetzen müssen, die wir ja jetzt bekommen haben, tja, das seht ihr dann, wofür die dann sind. Also bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Ciao, ciao!